Neue Bullen in der Ausgabe, zwei genomische Jungvererber. Vom einen haben wir noch gar kein Foto, weil eben der Fototermin durch Corona abgesagt worden ist. Das ist der Bulle Hirn. Und der andere Bulle, schon ein bisschen bekannter vielleicht, ist der Bulle Wüstensohn, der auch schon für gezielte Paarung öfters benutzt worden ist. Beide Bullen stammen aus einer Raldi-Tochter, aus der Kuh Florida, vom Betrieb Heinrich in Weisenstadt in Oberfranken. Der Kuhstamm zeichnet sich aus durch sehr einheitliche Kühe, sehr leistungsbereite Kühe. Die Raldi-Tochter hat jetzt die Erstlaktation abgeschlossen und hat in der ersten Laktation fast 13.000 Kilogramm Milch ermolken. Der Bulle Hirn jetzt ganz neu als Hero-Sohn. Er zeichnet sich aus durch große Allround-Fähigkeiten. Besonders herausragend bei den Bullen ist mit Sicherheit die Fruchtbarkeit seiner Töchter mit 127 hier im Zuchtwert. Sehr, sehr stark. Er macht auch etwas kräftigere Striche. Und der Bulle Wüstensohn, ein sehr leistungsbereiter World Cup-Sohn mit sehr, sehr guter Eutervererbung und vor allem sein Glanzstück in der Fitnessvererbung, die sehr, sehr hohe Eutergesundheit. Der Bulle macht auch sehr rumpfige Kühe in seinem Zuchtwertprofil. Ich denke, das sieht man auch dem Stier an. Also beide Bullen jetzt verfügbar im Top-Segment der genomischen Jungvererber.